Wie effektiv ist Boxen und wo hat es seinen Ursprung? Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen auf unserem Kanal. In diesem Video möchte ich euch mitnehmen und euch mehr Informationen über das Boxen geben, wie effektiv es ist als Kampfsportart und welche Historie es mit sich bringt. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal, hinterlasst einen Kommentar und let's go! Boxen hat eine lange Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht. Ich werde nicht so weit ausholen, aber hier sind ein paar Meilensteine vom Boxen. Die früheste Form des Boxen lassen sich bis ins alte Ägypten und bis ins antike Griechenland zurückverfolgen. Es war eine der beliebtesten Sportarten bei den antiken Olympischen Spielen. Die Kämpfer trugen keine Handschuhe, sondern wickelten ihre Hände in Lederriemen. Die Römer übernahmen das Boxen von den Griechen, entwickelten es aber zu einer brutalen Form des Kampfes weiter. Kämpfer, die als Gladiatoren antraten, verwendeten oft Metallstücke in ihren Bandagen, um den Kampf noch tödlicher zu machen. Das moderne Boxen, wie wir es heute kennen, entwickelte sich im 17. Jahrhundert in England. Anfangs gab es keine festen Regeln und die Kämpfe konnten sehr brutal sein. Im Jahr 1867 wurde die Queensberry-Regeln eingeführt, die das Boxen stark veränderten. Diese Regel führte unter anderem den Gebrauch von gepolsterten Handschuhen ein, legten Runden fest und verbot den Schlag, wenn der Gegner am Boden lag. Boxen wurde im 20. Jahrhundert zu einem international anerkannten Sport mit berühmten Boxern. Es entwickelte sich eine klare Trennung zwischen Amateur- und Profiboxen und das Boxen wurde weltweit populär. Heute gibt es verschiedene Gewichtsklassen und eine Vielzahl von internationalen Boxverbänden. Boxen ist sowohl als Wettkampfsportart als auch Fitnessaktivität beliebt. Es erfordert eine Kombination aus körperlicher Stärke, Ausdauer, Schnelligkeit, Taktik und mentaler Disziplin. Das Faszinierende an Boxen ist, dass es so viele verschiedene Boxstile gibt, die sich je nach Region und Trainingsmethode unterscheiden. Hier sind einige der bekanntesten Boxstile. Fangen wir an mit dem amerikanischen Stil. Der amerikanische Boxstil ist bekannt für seine Vielseitigkeit und das Gleichgewicht zwischen Offensive und Defensive. Boxer im amerikanischen Stil nutzen eine Kombination aus schnellen Jabs, kraftvollen Cross und Uppercuts. Sie sind oft gut darin, ihre Distanz zu kontrollieren und ihre Beinarbeit zu nutzen, um sich in und aus der Reichweite des Gegners zu bewegen. Gehen wir weiter nach Kuba. Der kubanische Boxstil ist bekannt für seine technische Raffinesse und hervorragende Defense. Kubanische Boxer setzen stark auf Beweglichkeit, Beinarbeit und Präzision. Gehen wir weiter in den mexikanischen Stil. Der mexikanische Boxstil ist bekannt für seine Aggressivität und sein starkes Vorwärtsdrängen. Mexikanische Boxer sind oft dafür bekannt, dass sie in den Kampf drängen und im Nahkampf ihre besten Leistungen erbringen. Sie haben typischerweise eine hohe Schlagfrequenz und sind bereit, Schläge einzustecken und in die Offensive zu gehen. Der nächste Stil ist der Philadelphia Shell Stil. Dieser Stil, auch als Philly Shell bekannt, ist eine defensive Haltung, die die Schulter dazu verwendet, Schläge abzuwehren und gleichzeitig den Kopf zu schützen. Boxer, die diesen Stil nutzen, sind oft sehr geschickt in Kontern und haben eine starke Deckung, die es ihnen ermöglicht, Treffer zu vermeiden, während sie gleichzeitig auf Kontergelegenheiten warten. Weiter geht's in den europäischen Stil. Der europäische Boxstil ist oft technikorientiert mit einer stärkeren Betonung auf die Grundtechnik. Boxer, die diesen Stil verwenden, arbeiten viel mit geraden Schlägen und einer aufrechten Haltung. Es gibt eine starke Betonung auf Präzision und einer kontrollierten Distanz. Pick and Boo. Dieser Stil, entwickelt von Castamato, ist gekennzeichnet durch eine enge Deckung mit hochgezogenen Fäusten in Augenhöhe. Boxer, die diesen Stil verwenden, sind ständig in Bewegung, nutzen viel Kopfbewegung und schnellen Vorwärtsdruck, um in die Schlagdistanz zu kommen. Der russische Stil. Der russische Boxstil legt viel Wert auf körperliche Stärke und Ausdauer. Die Boxer haben oft eine starke, grundsolide Technik mit einer robusten Defensive. Es wird viel Wert auf harte, kraftvolle Schläge und den physischen Druck auf den Gegner gelegt. Der britische Stil. Der britische Stil ähnelt dem europäischen Stil, hat aber oft einen stärkeren Fokus auf die Beweglichkeit und das Outboxing. Britische Boxer nutzen viel Beinarbeit, um ihren Gegner auf Distanz zu halten und arbeiten oft mit schnellen, präzisen Jabs. Ein fettes Dankeschön, falls ihr bis jetzt zugeschaut, zugehört habt. Und jetzt gehen wir ins Eingemachte. Und zwar, wir sind ein Selbstverteidigungskanal, wir haben uns auf die Selbstverteidigung spezialisiert. Und das ist auch der Grund, warum wir das Boxen erst einmal von der Geschichte und von den verschiedenen Stilen durchleuchtet haben. Und jetzt möchten wir die Vor- und Nachteile vom Boxen auf der Straße erläutern. Vorteile vom Boxen auf der Straße. Punkt Nummer 1. Effektive Schlagtechnik. Boxer haben eine gute entwickelte Schlagkraft
und Präzision, was im Ernstfall auf der Straße sehr effektiv sein kann. Ein gut platzierter Schlag kann einen Gegner schnell außer Gefecht setzen. Verteidigungsfähigkeit. Boxer sind in der Lage, Schläge zu blocken, zu parieren und ihnen auszuweichen, was im Nahkampf nützlich ist, um sich selbst zu schützen. Die Kondition und Ausdauer. Boxtraining verbessert die Ausdauer, Schnelligkeit und Reaktionszeit. Diese körperliche Fitness kann in einer Auseinandersetzung auf der Straße von Vorteil sein, insbesondere wenn der Kampf länger andauert. Psychologischer Vorteil. Boxer sind an den mentalen Druck eines Kampfes gewohnt und können unter Stress ruhiger und kontrollierter reagieren. Diese mentale Stärke kann helfen, in einer gefährlichen Situation auf der Straße besonnen zu bleiben. Einfache Techniken. Boxen basiert auf grundlegenden, aber effektiven Techniken, die in einer Stresssituation leicht abrufbar sind. Es erfordert keine komplexen Bewegungsabläufe, die in einer chaotischen Umgebung schwierig umzusetzen sind. Nachteile von Boxen. Die Boxer hören es nicht gerne, aber das Boxen ist leider limitiert. Boxer konzentrieren sich nur auf die Schläge mit den Fäusten und schließen Tritte, Knie, Ellbogen und den Bodenkampf aus. In einem Straßenkampf, der unvorhersehbar ist, könnte das Fehlen dieser Techniken nachteilig sein, insbesondere wenn der Angreifer andere Kampfmethoden nutzt. Gefahren von Verletzungen. Auf der Straße gibt es keine Handschuhe oder Mundschutz, was die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen bei einem Schlag für beide Parteien erheblich erhöht. Das Schlagen gegen den harten Schädel eines Gegners kann zu gebrochenen Händen führen. Boxer sind nicht speziell darauf trainiert, sich gegen bewaffnete Angreifer zu verteidigen. Wenn der Angreifer ein Messer oder eine andere Waffe hat, kann das Boxen alleine nicht ausreichend sein, um sich effektiv zu verteidigen. Keine Erfahrung mit dem Bodenkampf. Wenn ein Straßenkampf auf dem Boden geht, sind Boxer im Nachteil, da sie in der Regel keine Techniken für den Bodenkampf oder das Entkommen aus Bodensituationen erlernt haben. Bevor ich aber zu meiner Bewertung komme, möchte ich hier meine Meinung zu den Boxern abgeben. An erster Stelle möchte ich meinen größten Respekt an die Boxer aussprechen, und zwar ob Amateurboxer oder Profiboxer. Boxen ist ein sehr, sehr harter Sport. Mein Fazit ist, Boxen kann auf der Straße sehr nützlich sein, insbesondere aufgrund seiner Effektivität in der Offensive und Defensive, sowie der mentalen und körperlichen Stärke. Allerdings sollte man sich auch die Limitation bewusst sein, insbesondere im Umgang mit bewaffneten Gegnern oder in Situationen, die über einen reinen Faustkampf hinausgehen. In einem realen Notfall kann es auch von Vorteil sein, andere Selbstverteidigungstechniken oder Kampfsportarten zu beherrschen, die ein breiteres Spektrum an Fähigkeiten anbieten. Wie bewerte ich das Boxen? Und zwar gebe ich Boxen eine 7 von 10 und damit spreche ich nur rein über das Boxen. Das Boxen ist eine sehr, sehr gute Art, sich selbst zu verteidigen, aber wie im Video schon genannt. Yes, wir haben es geschafft, wir sind am Ende des Videos angekommen. Falls euch dieses Format gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch und schreibt in die Kommentare, welche Kampfsportart wir als nächstes durchleuchten sollten. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.